Der Walfisch und der Tümmler. In einem Dorf lebte einmal ein Palmsaftzapfer. Seine Arbeit bestand darin, Tag für Tag Palmsaft zu zapfen, der dann zu Wein gemacht wurde. Einmal ging der Zapfer wie gewöhnlich vor Morgengrauen und Tagesanbruch los, um Palmen anzuzapfen. Und wie er so oben auf einer Palme die Blütenkolben anritzte, sah er plötzlich auf einem Feld zwei Leute, die hart arbeiteten. Da sagte der Zapfer bei sich: Welcher Mensch wird an einem stockdunklen Morgen auf seinem Feld arbeiten? Der Wunsch wuchs in ihm, diese merkwürdigen Leute zu belauern und genau zu beobachten. Er näherte sich dem Feld, auf dem die beiden merkwürdigen Leute so hart arbeiteten, und bestieg dort einen Baum. Als der Tag zu grauen begann, sagte einer der beiden, die auf dem Feld arbeiteten: »Komm, Freund, lass uns zurückkehren. Wir sollten uns besser nicht von der Sonne, die gleich im Osten auftauchen wird, einholen lassen.« Die beiden brachen auf, und der Zapfer beobachtete, wie die zwei sonderbaren Leute ihre Kleider, die auf dem Feldzaun hingen, aufnahmen. Doch dann sah er voller Erstaunen, wie die zwei sich verwandelten. Der eine wurde zum Walfisch, der andere zum Tümmler. Beide Fische tauchten ins Meer und waren dann nicht mehr zu sehen. Wie erstaunt war der Zapfer angesichts dieses merkwürdigen Geschehens, das sich vor seinen Augen vollzogen hatte. Er kletterte von dem Baum hinunter und kehrte in seine Hütte zurück. Er war sehr bewegt von dem Geschehen, das er gerade in den Pflanzungen erlebt hatte, und er schwor sich, diesen sonderbaren Leuten weiter nachzuspähen. Am nächsten Morgen, lange vor Morgengrauen, saß der Zapfer wieder auf dem Baum, den er schon gestern bestiegen hatte. Wieder sah er den Walfisch und den Tümmler kommen. Sie legten ihre Kleider ab und verwandelten sich in Menschen. Die Kleider hängten sie auf den Zaun und dann bearbeiteten sie ihr Feld. Als der Tag hell zu werden begann, zogen sie schnell ihre Kleider an, verwandelten sich in Fische, tauchten ins Meer und verschwanden. So beobachtete der Zapfer die beiden sonderbaren Leute jetzt Tag für Tag. Eines Tages belauerte er die beiden sonderbaren Leute wieder. Doch diesmal waren sie von 7 Frauen begleitet. Der Zapfer sah sich die 7 Frauen aufmerksam an und er bemerkte, dass die jüngste der 7 äußerst hübsch war. Ihre Gestalt war schön und ihr Aussehen sehr anmutig. Der Zapfer fühlte sich von der jüngsten, die auch mit auf dem Feld arbeitete, sehr angezogen. Als der Morgen zu grauen begann, merkte er sich, wo die Jüngste ihre Kleider aufgehängt hatte. Wie jedoch der Tag hell zu werden begann, hörte er den Tümmler zu seinen Freunden sprechen. »Kommt, Freunde, lasst uns zurückkehren. Der Tag beginnt hell zu werden. Nachher sind wir noch zu spät.« Die auf dem Feld tätigen Leute hörten schnell mit ihrer Arbeit auf, und jeder nahm sich eiligst seine Kleider. Rasch zogen sie sich an, und in einem Augenblick hatten sie sich allesamt in Fische verwandelt. Sie tauchten ins Meer und waren verschwunden. Doch der Zapfer wusste jetzt, wo die Jüngste, die sein Herz gefangen hatte, ihre Kleider hinhängt. Am nächsten Morgen, lange vor Morgengrauen, war der Zapfer bereits wieder bei seiner Arbeit. Bald darauf sah er die Fischmenschen allesamt wieder zur Feldarbeit kommen. Die Frauen waren schnell mit der Bearbeitung ihrer Pflanzungen beschäftigt. Der Zapfer sah wieder ihre Kleider, die sie aufgehängt hatten, und er konnte auch den Platz feststellen, an dem die Jüngste ihre Kleider hingehängt hatte. Er stieg von dem Baum, den er erklettert hatte, und langsam schlich er sich dorthin, wo die Jüngste ihre Kleider hingehängt hatte. Er nahm die Kleider und versteckte sie. Dann kehrte er zu dem Baum zurück, den er wie vorher bestieg.
Als der Tag zu grauen begann, sagte der Anführer der Fischleute: Kommt, wir müssen schnell zurückkehren. Nachher werden wir noch von der Sonne eingeholt. Der Tümmler, der Walfisch und die Frauen nahmen schnell ihre jeweiligen Kleider. Eilig zogen sie sie an, und in einem Augenblick hatten sie sich in Fische verwandelt. Nur die Jüngste konnte ihre Kleider nicht finden. Sie suchte hier und dort, doch konnte sie ihre verschwundenen Kleider einfach nicht sehen. Sie rief ihre Schwestern: Ach, meine Schwestern, kommt her und helft mir, meine Kleider zu suchen. Überall suche ich schon, doch bis jetzt habe ich sie noch nicht wiederfinden können. Ihre Schwestern antworteten: Der Tag beginnt zu grauen. Wir müssen schnell aufbrechen, bevor wir von der Sonne eingeholt werden. Such deine Kleider selbst. Und als alle Fische ins Meer getaucht verschwunden waren, blieb die Jüngste allein zurück. Wie traurig war sie, dass sie von ihren Schwestern und Freunden zurückgelassen worden war. Als nun der Zapfer sah, dass die Jüngste, die sein Herz gefangen hatte, allein zurückgeblieben war, stieg er aus seinem Baumversteck hinunter. Langsam näherte er sich dem unglücklichen Mädchen und fragte es dabei: Was sucht ihr denn? Das Mädchen antwortete: Ich suche meine Kleider, die verschwunden sind. Ich suche sie schon seit einiger Zeit, doch bis jetzt habe ich sie noch nicht finden können. Der Zapfer sprach weiter: Wenn ich euch zeigen kann, wo die Kleider sind, wollt ihr mich dann heiraten? Antwortete das Mädchen: Sprecht nicht so, ich suche gerade meine Kleider, die verschwunden sind. Wäre ich ein gewöhnlicher Mensch, würde ich euren Antrag bestimmt annehmen. Doch ich bin kein gewöhnlicher Mensch wie ihr. Ich befürchte, ihr würdet das später bedauern. Ich werde bestimmt nie bereuen, mit euch verheiratet zu sein. Wenn ihr mich heiraten wollt, werde ich euch eure Kleider zeigen. Ich kann sie euch mit Leichtigkeit zeigen. So lebten denn die beiden als Mann und Frau auf dem Feld. Sie bauten eine Hütte, um darin zu wohnen, und nicht lange danach brachte die Frau des Zapfers einen Sohn zur Welt. Dieses Kind wurde nur langsam groß. Seine Herkunft war ja auch recht sonderbar. Sein Vater war ein Palmsaftzapfer und seine Mutter ein Fisch. Man kann sagen, dass das Kind keine Ordnung kannte. Es war sehr ungesittet und bat seine Freunde ständig um Essen, wie Sago, Mais, Yams und anderes. Die anderen Kinder schmähten, ja, beschimpften es, nannten es Gierigen. Eines Tages wurde das Kind wieder von seinen Kameraden beschimpft und der Gierige genannt. Da lief es nach Hause, und weinend klagte es seiner Mutter, dass es von seinen Gefährten der Gierige genannt wurde. Seine Mutter fühlte sich sehr gekränkt, weil ihr Kind von seinen Kameraden der Gierige gerufen wurde. Die Frau, die sich in ihrer Ehre verletzt fühlte, klagte die Sache ihrem Mann. Doch der Zapfer getraute sich nicht, etwas zu unternehmen. Da fühlte sich die Frau von ihrem Mann sehr schlecht behandelt. Sie schämte sich, dass ihr Kind von seinen Gefährten der Gierige gerufen und beschimpft wurde und dass ihr Mann der Sache aber keine Bedeutung schenkte und einfach schwieg. Sie wollte wieder in ihre Heimatkampong zurückkehren, doch konnte sie nicht in Erfahrung bringen, wo ihre Kleider waren. So wurde sie sehr traurig und sah immer recht niedergeschlagen aus. Eines Tages nun saß die vom Unglück verfolgte Frau beim Kochen. Plötzlich, als sie gerade Wasser aus dem großen, irdenen Krug holen wollte, erblickte sie in dem Krug, so wie man es in einem Spiegel sieht, das Bild ihrer Kleider. Sie schaute nach oben und sah ihre Kleider am Firstbalk des Hauses hängen. Sie kletterte hoch und schließlich konnte sie heranreichen und hatte die Kleider, die sie schon so lange suchte, wieder. Sie versteckte die Kleider gut und machte das Essen fertig. Nach dem Kochen holte sie einen Teller für ihr Kind und einen für ihren Mann. Auf den Teller des Kindes legte sie einen Edelstein
und bedeckte ihn mit Reis. Dann sagte sie zu ihrem Kind: Das Essen für dich und dein Vater ist fertig. Ich werde aufs Feld gehen. Merke dir folgenden Auftrag von mir. Wenn du nachher den Reis isst und etwas auf deinem Teller findest, so ist dies ein Zeichen, dass du mich wiedersehen wirst. Doch wenn nachher die Zeit zum Essen kommt und du nichts im Reis findest, ist das ein Zeichen, dass du mich nicht wiedersehen wirst. Nach diesen Worten ging die Frau. Dann zog sie ihre Kleider, die sie so lange gesucht hatte, an und verwandelte sich in einen Fisch. Schnell tauchte sie ins Meer und kehrte in ihre Heimat Kapong zurück. Unterdessen setzten sie sich das Kind und ihr Ehemann zum Essen und freuten sich an den fertigen Gerichten. Und das Kind des Zapfers stieß in seinen Teller auf den Stein, den ihm seine Mutter zurückgelassen hatte. Es verwahrte den Edelstein gut. Der Abend kam, und als seine Frau noch immer nicht zurückgekehrt war, fragte der Zapfer sein Kind: Wohin ist deine Mutter gegangen? Antwortete das Kind: Ich weiß nicht. Sie sagte mir nur, sie wolle für eine Weile aufs Feld gehen. Vielleicht übernachtet sie dort. Am Morgen des folgenden Tages war die Frau des Zapfers noch nicht zurückgekehrt. Als seine Frau am dritten Tag immer noch nicht wieder da war, ging der Zapfer zu dem Feld, um seine Frau zu suchen. Doch er fand die Feldhütte leer. Seine Frau war nicht da. Laut rufend suchte er sie, doch seine Frau blieb verschwunden. Der Zapfer kehrte traurigen Herzens nach Hause zurück. Als der Vater wieder zu Hause war, sagte sein Kind zu ihm: Vater, jetzt erinnere ich mich wieder an einen Auftrag, den mir meine Mutter gab, kurz bevor sie wegging. Als sie das Essen für uns gerichtet hatte, hinterließ sie mir folgenden Auftrag: Wenn du nachher den Reis isst und etwas auf deinem Teller findest, so ist dies ein Zeichen, dass du mich wiedersehen wirst. Doch wenn nachher die Zeit zum Essen kommt und du nichts im Reis findest, ist das ein Zeichen, dass du mich nicht wiedersehen wirst. Und wie du, Vater, selbst weißt, habe ich einen Edelstein in meinem Reis gefunden. Jetzt schaute der Palmsaftzapfer nach oben, wo er die Kleider seiner Frau versteckt hatte. Er sah, dass die Kleider seiner Frau nicht mehr an ihrem Platz waren. Da begriff er, dass seine Frau in ihr Heimatkampong zurückgekehrt war. Der Zapfer und sein Kind zerrten schnell einen Sampan ins Wasser und dann ruderten beide eilig los, um die verschwundene Frau zu suchen. Außer einem Lebensmittelpäckchen hatten sie nur noch ausgewählte, gute Penangnüsse und Siri-Blätter sowie gewöhnliche Penangnüsse und Siri-Blätter dabei. So ruderte der Zapfer und sein Kind quer über das Meer. Bald trafen sie einen Fisch, der zwischen den Mangroven, die in großer Zahl an dieser Stelle wuchsen, umherschwamm. Das Kind des Zapfers fragte traurig: Ach Fisch, hast du nicht meine Mutter gesehen? Antwortete der Fisch: Wie kann ich wohl deine Mutter sehen, wenn ich mich, wie du selbst siehst, hier zwischen den Mangroven verberge? Ich weiß ganz bestimmt nicht, wohin deine Mutter gegangen ist. Das Kind des Zapfers gab den Fisch von den gewöhnlichen Pinangnüssen und Siri-Blätter, weil der Fisch nicht gewusst hatte, wohin seine Mutter gegangen war. Der Vater und das Kind setzten ihre Reise fort. Bald darauf trafen sie einen Fisch, der zwischen Felsspalten herumschwamm. Wieder fragte das Kind des Zapfers voller Traurigkeit: Ach Fisch, hast du nicht meine Mutter gesehen? Antwortete der Fisch: Wie kann ich wissen, wohin deine Mutter gegangen ist, wo ich mich doch ständig, wie du selbst siehst, zwischen den Felsspalten aufhalte? Ich weiß wirklich nicht, wohin deine Mutter gegangen ist. Das Kind des Zapfers gab dem Fisch von den gewöhnlichen Pinangnüssen und Siri-Blättern. Dann er hatte ihren keine befriedigende Antwort geben können. Der Zapfer und sein Kind setzten ihre Reise fort. Bald darauf trafen sie einen anderen Fisch. Wieder fragte das Kind des Zapfers voller Traurigkeit: Ach, weiser Fisch,
Hast du nicht meine Mutter gesehen? Da antwortete der Fisch: Natürlich habe ich deine Mutter gesehen. Deine Richtung ist schon gut. Setze deine Reise nur fort und du wirst sie bestimmt treffen. Die Worte des Fisches erfreuten das Herz des traurigen Kindes sehr, und es gab ihm ausgewählte Nüsse und Siri sowie Kautabak. Der Zapfer und sein Kind setzten ihre Reise fort. Sie ruderten wieder einige Zeit, da trafen sie einen weiteren Fisch. Das Kind des Zapfers fragte wieder mit trauriger Stimme: »Ach, weiser Fisch, hast du nicht meine Mutter gesehen?« antwortete der Fisch: »Sicher habe ich deine Mutter gesehen, und ich weiß auch, wo sie ist. Dort in dem Dorf wohnt sie. Dort lacht und scherzt sie mit ihren Gefährtinnen. Rudere das Sampan nur weiter. Das Dorf ist nicht so weit. Du bist gleich da.« Das Kind des Zapfers gab den Fisch von seinen besten Pinangnüssen und Siri-Blättern und den ganzen Tabak, den es freute sich sehr, so genaue und wohltuende Nachrichten erhalten zu haben. Schließlich kamen sie an und erfuhren genau, wo die gesuchte Frau wohnte. Dennoch wagten sie nicht, das Dorf der Walfischer und Tümmler zu betreten. So umschmeichelten sie einen alten Mann und gaben ihm Geld, damit er die Frau des Zapfers bitte, wieder zu ihrem Mann zurückzukehren. Der Bote ging weg, um seinen Auftrag und den Wunsch des Zapfers und seines Kindes zu übermitteln. Die Frau des Zapfers hatte sich natürlich schon nach ihrem Kind gesehnt und war bereit, wieder zu ihrem Mann zurückzukehren. Mann und Frau vertrugen sich wieder. Die Fischprinzessin stieg in das Boot ihres Mannes. Da zog sie ihr Fischkleid aus und zur Freude ihrer Verwandtschaft und zum Wohle ihrer Familie warf sie die Kleider weg. Von diesem Augenblick wurde sie für immer zum Menschen und konnte nicht mehr in die Welt der Fische zurückkehren. Die drei ruderten mit ihrem Boot davon und kehrten in das Kampon zurück, in dem sie lebten. Der Zapfer zürnte mit den Kindern, die sein Kind gedemütigt und den Gierigen genannt, und er rächte damit seine Frau an den Kindern, die ihre Gefühle verletzt und ihr Herz gekränkt hatten.